Guten Tag, Herr Kollege Gelbhaar. Die Bundesregierung hält an der Planung und Realisierung des Regierungsflughafens fest. Die Kosten werden mit der Aufstellung der aktuellen Planung ermittelt und liegen aber zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht vor. Herr Gelbhaar. Ich möchte da mal den Klimaaspekt herausziehen und gar nicht so darauf gehen, dass die einzelnen Bundesministerien da ja noch nicht so ganz einig geworden waren. Aber wenn das jetzt geklärt ist, umso besser. Bis 2030 sollen ja alle Bundesbauten klimaneutral sein. Ist denn das in den bisherigen Planungen berücksichtigt? Auch in den Kostenplanungen wird das da ein Faktor sein? Und unter dem Aspekt, wäre es nicht die kostengünstigste als auch die klimagünstigste Variante, auf einen Neubau einfach gänzlich zu verzichten und mit dem bestehenden Gebäude soweit das zu ertüchtigen, dass man eben das ja, wie jetzt eben auch nutzen kann und es dann auch angemessen repräsentabel ist. Herr Kollege Gelbhaar, wie Sie sicherlich vielleicht auch wissen, wurden wir ja zu dem Bereich auch, wurde ja eine Machbarkeitsstudie auch gemacht und weitreichende Untersuchungen. Und es muss ja auch ein Planungserfordernis von seitens der zuständigen Behörde dann auch beim Finanzministerium vorgelegt werden. Und ich kann Ihnen versichern, dass all das geprüft worden ist, dass auch die Frage der Energieeffizienz eine wesentliche Rolle spielt und die Bundesbauten insgesamt ja auch nachhaltiger werden wollen. Dazu gibt es auch Festlegungen. Es ist aber im Ergebnis dazu gekommen, dass auf den Neubau des Protokollgebäudes nicht verzichtet werden kann. Und das ist auch gemeinsamer Beschluss der Ressorts der Bundesregierung, ist, dass eine parallele Prüfung einer Interimsregelung oder einer Integration in Bestehendes nicht weiterverfolgt wird. Dankeschön, Herr Gelbhaar. Dann vielleicht noch skizzieren Sie doch noch mal den Gang der Dinge in den Ministerien, weil wir ja durchaus merken konnten, dass die Länder Berlin und Brandenburg gesagt haben, kann man nicht auf das Regierungsterminal, auf den Neubau verzichten. Und auch zwischen dem Bundesministerium, insbesondere zwischen Finanzen und Außen, es ja durchaus unterschiedliche Betrachtungen dazu gab. Jetzt vielleicht können Sie uns da... Die fachliche Federführung diesbezüglich liegt in unserem Haus, wird in aller Regel vom BBR dann in die Wege geleitet. Die Untersuchungen in mehreren Varianten werden durchgeführt, entweder selbst oder durch Beteiligung Dritte. Dem folgt eine Auswertung der verschiedenen Varianten und die werden wiederum den Ressorts vorgelegt zur Entscheidung den Beteiligten, insbesondere neben unserem Ministerium natürlich auswärtige Angelegenheiten, Außenministerium und das Bundesfinanzministerium. Vielen Dank. Dann gucke ich mal. 23, 24, 25 wird schriftlich beantwortet. Vielen herzlichen Dank, Herr Vogel. Damit sind Sie entlassen.